Ich guck mal da hinten, das sieht so komisch aus, aber ich immer wenn ich irgendwas Komisches sehe, ist es eigentlich ganz normal. Nee, das sieht alles sehr normal aus. Ach nee, das ist vom Baum. Ich wollte gerade sagen, na nü. Guck mal, latsch schon mal ein bisschen mit dem Fernglas rum, das ist doch auch mal was Schönes. Kann man ja eigentlich auch rein mit dem Fernglas. Ja, das macht ja voll den Unterschied. Es wird auf zu regnen. So, genug ist Fernglas geglüpscht. Wir rennen mal da lang weiter. Nehmen wir den Hunter mit raus. Lalalala. Was? Was ist das Wasser, Alter? Ich hatte schon das Gewitter jetzt. Natürlich auch cool, wenn es Gewitter geben würde. Ist das dann Wegweiser? Mal Fernglas rausklipschen. Wo ist es hin? Ach ne, ist halt wieder nur ein Baum. Ach, sieht alles zum Verwechseln ähnlich aus. Ich renne gerade so ein bisschen am Strand lang. So ein bisschen Strandfeeling bringen. Das sieht doch sehr geil aus da hinten, ne? Also da hinten, wo die Berge dann. Mit dem Schnee. Da oben müsste man auch mal jagen gehen. Das wäre bestimmt auch geil. Auch wenn ich jetzt nicht wüsste, was man da jagen sollte. So Ziegenböcke und sowas. Sowas könnte man doch eigentlich auch jagen, oder? Oder haben die auch irgendwie. Artenschutz glaube ich eher nicht. Es gibt auch wilde Ziegenböcke. Und ob das auch so mit Aufträgen und sowas existieren sollen, geht es auch weiter. Aber wir latschen erstmal eine Runde durch die Gegend. Latsch, 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 latsch. Ich hole mal kurz die Karte raus. Da ist ein Jägerstand. Jägerstand. Wir gehen mit dem Jägerstand entgegen. Ich will mal so auf Jägerstände hochgehen. Das wollte ich. Wenn das gleich so knistert oder knackt oder irgendwas, dann denke ich immer, boah, scheiße, wie irgendwo ein Tier. Jetzt soll ich sagen, gebe ich auch wieder Elche, geben den Roosevelt Elk, um genau zu sein. Wartet, hoch. Sollen wir meine Uhr richtig hinstellen hier? Das Kabel von meiner Maus hat gerade die Uhr so ein bisschen verschoben. So, wir gehen ja mal ein bisschen Pause, der hat jetzt genug gerannt. Ah, wieder ein freies Feld. Das ist gerade fast weggerannt. Hat sich zumindest so angehört. Aber nicht schlimm. So, wir gehen inzwischen auf den Jägerstand hier rauf. Und glöpschen uns mal ein wenig da um. So, wir drücken hier E. Was für eine schöne Wiese. Mir kommt das bekannt vor. Hatten wir nicht im Tutorial auf der Seite da hinten gelegen irgendwo? Könnte natürlich auch jetzt eine Täuschung sein. Der hat, glaube ich, da irgendwo gelegen und dann konnte man da rüber gucken. Ich weiß es jetzt aber nicht genau. Kann mich auch natürlich wieder irren und irgendwelchen Scheiß erzählen. Und wir rufen jetzt mal ein Tierchen. Und während ich so rufe, drücke ich mal kurz das Inventar und gucke mal eben was. B4-Kamera kann ich eigentlich. Das ist der. Achso, Grunzlaugrufer für Hirsch. Ich nehme mal kurz die Kamera weg. Drücke wieder Inventar und jetzt gucken wir mal, ob ich nicht beides benutzen kann. Jo.
So, mal gucken, wie sich das anhört. Ah, nicht schlecht. Ich muss gleich, glaube ich, niesen. Aber es geht noch. Ach. Ach ja, was ich immer ständig müde bin, ne? Ach, nicht normal. Ach, das will ich doch auch nicht. Das will ich. Gucken wir uns auf der Karte um. Wir sind jetzt da oben. Was ist das? Das sieht ja sehr interessant aus. Ich glaube, da latsche ich mal hin. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Aber warte mal, gab es da eigentlich ein Dings? Nö. Gibt keine Erklärung. Sie hat durch das Tier gerufen, mich voll depp und jetzt laufe ich wieder weg, ne? Aber so bin ich nun mal. Und wir rennen natürlich. Tap, tip, tap, tip, tap, tip. Ach ja, mal so ein bisschen durch die Gegend laufen, weil ich will mal wissen, was das hier auf der Karte sein soll. Dieses, das da, dieses Dingens. Sieht ja sehr eigenartig aus. Vielleicht ein militärischer Stützpunkt. Und da war wieder ein Tier, das vor lauter Panik weggerannt ist. Aber drauf ist Schisse. Ach, guck mal, cool. Und ich werde jetzt mal kurz. Naja, obwohl das Tierjagen gehört eigentlich dazu. Ich will mal wissen, was da hinten an dem. An diesen Dingsbums da ist, was das sein soll. Weil ich habe das so noch nicht gesehen. Und die Frames gehen auf 9 runter. Das ist wieder toll. Wie der auch atmet, ne? Ist nicht normal. Nur weil ich einen komplett langen Klamotten hier ein bisschen durch den Wald rennen lasse bei 30 Grad im Schatten. Das ist so noch ganz normal. So, wir latschen weiter und latschen und latschen. Weil so ein bisschen querfeldein latschen ist doch schon was Schönes. Mittlerweile haben wir es gleich um 13 Uhr auf dem Huntermate. Bei mir ist es mittlerweile gleich um 11. Na nö. Ein Schwarzwähler. Hinterher. Obwohl noch kann ich rennen, noch ist er nicht so weit weg. So nah dran. Normalerweise, wenn der die ganze Zeit so keucht und hustelt hier, dann müsste doch das Reh auch wegrennen. Na, klasse. Die halten sich auch mal in beschissenen Gegenden auf. Wir werden mal ein wenig rufen. Na, duck dich doch mal, Junge. Junge, Alter. Geh mal ein bisschen weiter vor hier, so. Na. Jetzt benutzt das. Ah. Ich mache kurz mein Ferngläseriges raus. Ich denke mal, so gut wie ich mal sehe, sehe ich hier wieder nichts. In Slow Motion gucken wir durch die Gegend, aber jetzt wieder mal. Oh, da war gerade irgendwas unter meiner Maus. Das ist nicht so schön.